Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark. Hier geht es heute wieder los und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch. Und wenn ihr abonnieren wollt, das wäre natürlich noch viel lieber von euch. Das macht in letzter Zeit auch super fleißig. Auch vielen lieben Dank für die ganzen lieben Kommentare, Leute. Ich werde auch wieder liebe Kommentare hier oben einblenden. Also auf jeden Fall sehr, sehr nett von euch, wie immer. Auf jeden Fall will ich euch jetzt erstmal ein bisschen erzählen, was ich so in nächster Zeit geplant habe. Nämlich ist das einiges. Wir wollen jetzt diese Woche, wollen wir noch Ark Genesis richtig durchpowern, auch wenn wir das jetzt wieder gestern mal nicht gemacht haben, weil wir einfach die Zeit nicht dazu gefunden haben, leider. Varok liegt auch da oben, der hat leider heute auch keine Zeit. Auf jeden Fall, diese Woche wird richtig durchgeballert noch, dann kommt das Wochenende, dann kommt der 12-Stunden-Stream, wenn endlich mal alles klappt. Ich hoffe wirklich, es klappt alles. Also auf jeden Fall auf Twitch folgen, wenn ihr das wollt, wenn ihr dazu gucken wollt. Ich werde aber wahrscheinlich auch ein Video online stellen, wenn das alles anfängt und sowas. Also, dass das auf jeden Fall keiner verpasst oder so, weil ich finde, das ist schon eine große Sache. Soll ja so ein bisschen Dankeschön-Stream an die Leute sein, die mich hier supporten mit den ganzen Abonnements, wie ich schon sagen wollte. Was zum Teufel? Jetzt zeige ich hier schon, was ich machen wollte in dieser Folge. Auf jeden Fall, ja, 12-Stunden-Stream am Wochenende, da werden wir richtig viele Missionen hier auf dem Server machen, damit wir gegen den richtigen Endboss kämpfen können. Und dann werden wir nach dem Stream die Folgen aufnehmen, wo wir gegen den Boss kämpfen und dann ist so gesehen die Season abgeschlossen. Das ist der Plan für dieses Ende der Season. Ich finde es mega nice, ich freue mich schon mega drauf, vor allem die ganzen Missionen. Wir haben so viele Missionen offen, das wird auch super, super krass. Von daher, 12-Stunden-Stream nicht verpassen, da ballern wir die Missionen durch, damit wir danach den Boss machen können. So, da wisst ihr das schon mal alles, wie der Plan ist und dann kommt danach eine neue Season. Und ich denke, das wird was Gemoddetes, Leute. Ich glaube, das wird ganz nice. Wir haben noch nicht so genau was geplant, aber das wird ganz cool. Dann, was diese Folge dran ist, das wird nämlich auch super nice. Ich habe alle Dinos, die ich paaren möchte, hier hingestellt. Und das hat auch einen Grund. Ihr denkt euch wahrscheinlich so, züchten ist nicht so super spannend. Aber ich glaube, das wird diesmal tatsächlich echt spannend. Weil ich habe die Dingsbums hier, die Mutatoren, habe ich endlich mal richtig eingestellt. Mir wurde richtig oft in die Kommentare geschrieben, wie blöd ich eigentlich bin, dass ich jedes Mal so viele Mutatoren anmache, obwohl sowieso nur 2 Stück funktionieren. Und dann sagte ich immer so, nee, das stimmt ja gar nicht, die funktionieren alle, ich habe das nämlich in den Einstellungen eingestellt. Das Ding ist, und ich dachte immer, dieses 2 von 2, das wäre nur so, dass man das halt sieht, aber eigentlich ist das mehr, weil ich habe das höher gestellt. Aber tatsächlich habe ich das in die falsche Zeile geschrieben, von daher war das alles nicht so. Und jetzt habe ich das in die richtige Zeile geschrieben und jetzt... Ah nein! Wow, das wollte ich gar nicht machen. Ich will kein Gendersport machen. Oh mein Gott, das hätte komplett die Blamage sein können. Oder habe ich es gemacht? Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht, oder? Nein, die Alus sind alle weiblich. Ich bin so ein Lappen. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Aber mach das nicht aus. Nein. Meine ganze Folge ist verkackt, weil ich da drauf gedrückt habe. Das kann nicht wahr sein. Oh nein. Jetzt habe ich ein Weibchen und alles Männer oder was? Wie lange haben die Cooldown? Ich glaube irgendwie eine bestimmte Zeit, bis ich das wieder machen kann. Ich muss das unbedingt testen. Ich muss die alle wieder umdrehen. Ich glaube, das geht nicht. Leute, ich bin so ein Lappen. Ne? Auf jeden Fall hatte ich alles Weibchen hier stehen und immer nur ein Männchen dabei. Damit wir die züchten können. Jetzt sind die ganzen Weibchen zu Männchen geworden. Und jetzt ist das super fail. Och Mann, ich habe sogar noch abgebrochen. Och, warum diesen? Auf jeden Fall, ja, die Mutatoren wären jetzt bis zu mal 15 oder mal 30 gegangen. Und das hätte ich super gerne heute ausgetestet, aber ich weiß jetzt nicht, ob das was wird, weil ich halt reingeschissen habe. Aber ja, ich versuche die Zeit irgendwie ein bisschen zu verdrängen und dann versuche ich die Geschlechter von denen wieder umzudrehen oder so. Ich habe keine Ahnung, ich muss das einfach lassen. Bis gleich, Leute. 2000 Jahre später. Hey Leute, da bin ich wieder und jetzt ist wieder alles okay. Und wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe den Server zurückgesetzt. Ich hatte einfach keine andere Wahl. Aber auf jeden Fall sind die jetzt wieder alle richtigen Geschlechter. Jetzt habe ich sogar noch diese, wie heißen die auch noch, Blutjäger dazugestellt, weil ich dachte, dass das auch noch mega interessant wäre. Wie ihr sehen könnt oder nicht mehr sehen könnt, weil ich gerade schon wieder einen ausgestellt habe, kann ich jetzt bis zu 30 Mal den Mutationseffekt drauf machen. Also das wird über krass. Ich glaube, so viele habe ich hier nicht mal stehen. Aber Junge, das ist so laut hier alle.
Und der Dodo hier zwischendurch noch die ganze Zeit. Alter, gefährlich, geh weg hier. Hier wird es nämlich gleich gefährlich, wenn die alle mutieren, ey. Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, stellen wir die Dinger alle an. Ich bin mega gehypt. Ich glaube, das wird überkrass. Ich hoffe, das wird nicht eine komplette Fail-Folge. Das hätte schon eine komplette Fail-Folge werden können, gerade. Aber jetzt kann es halt nochmal failen, weil ich nicht weiß, ob dann wirklich viele Farbmutationen oder sowas rauskommen. Ich weiß nicht, ob das nur die Werte bestimmt oder halt auch die Farbmutationen. Das werden wir gleich sehen. Ich bin gehypt. Ich bin sehr gehypt. So, Mutationspuls. Zack, 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 zack. Und dann stellen wir alle auf Pan. Und dann geht's los, ey. Das Rudelbumsen. Was zum Teufel, Alter. Was mache ich hier eigentlich? Hier seht ihr, jetzt steht da nicht mehr nur 2, sondern jetzt steht da 30. Ich glaube, oh, wir kriegen die 30 sogar fast voll. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich auf dieser Seite hier stehen habe. Ich habe einfach nur random welche hingestellt. Hoffentlich ist da keiner mehr von auf Gender Swap, ey. Ich habe nämlich bei dem Alu einmal Gender Swap gemacht, weil das zwei Männchen waren. Und da habe ich noch ein Weibchen draus gemacht. Aber ich glaube, das habe ich wieder zurückgestellt, ey. Wenn nicht, dann wird das die Blamage des Jahrtausends, Alter. Ey, wir kommen fast auf 30. 29, Alter, wie crazy, okay. Zack, Paarung aktivieren. Zack, Paarung aktivieren. Da, das wird jetzt nur ganz kurz ein bisschen nervig. Oder man kann einfach gar nicht auf den zugreifen. Hä? Warum ist Verhalten da, ne? Lull, der war noch auf Paarung aktivieren. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Nicht aktiviere Wandern. Oh, der kann sowieso nicht wandern, alles gut. Zack, Paarung aktivieren. Wenn die nämlich diesen Puls drauf haben, dann können die nämlich gar nicht laufen, zum Glück. Lol, der ist auch noch auf Paarung? Der ist auch noch auf Paarung, haben die schon gepaart? Mach keinen Scheiß. Oh mein Gott, die haben schon gepaart. Ich habe nicht gerade die Eier ausgeräumt, da war ein Alu-Ei zwischendurch. Ich habe mich schon oh mein Gott. Okay, gibt's halt ein Alu-Ei weniger. Ich habe gerade ein Alu-Ei gegessen, ey. Lass uns nicht drüber reden, Leute. So, nein, du sollst nicht brüllen, du sollst auch... Oh Junge, das ist schwerer als erwartet bei den ganzen Dingern hier. Vor allem bei den Ottern wird das gleich auch nochmal ganz kurz nervig. Ja, aber wir sollten das eigentlich im Griff haben. Der ist auch noch auf Pan, Alter. Junge, wie lange steht... Och, Wandern, was für Wandern, ey. Der war auch auf Pan. Haben die auch gerade schon gepaart? Nein, der paart jetzt. Oh, zum Glück, ey. Ich dachte schon. So, du auch. Ihr beiden Schlinge hier, das wird auch super krass, ey. Da können so coole Farben rauskommen, hoffentlich. Bin mir halt nicht sicher, ob das bei denen so gut klappt. Die Eier, die klatschen ja auch so komisch am Boden fest. Der ist auch noch auf Paaren, Alter. Ihr wollt mich verarschen. Ist nur das Männchen nicht auf Paaren? Das war das Männchen. Paaren jetzt alle? Der hier vorne nicht. Zack. Sonst alle? Ihr mit euren 28 Impulsen, Alter. Das ist auch zu crazy. Ne, der hier muss noch. Die müssen wir übrigens gleich wegwerfen, nicht, dass die Babys wieder durchfallen und unten ins Wasser und gefressen werden. Das wäre auf jeden Fall nicht so ganz nice. Und dann stellen wir die hier noch auf Paaren und dann geht das große Babys einsammeln gleich los. Ich bin so gespannt, was dabei rauskommt, ey. Das könnte mega krass werden, das könnte auch der komplette Reinfall sein, wie der Anfang der Folge schon. Von daher hier schon, nee, doch nicht, das war doch kein Ei. So, die lassen wir erstmal alle. Dann würde ich sagen, gefährlich hat auch einen Impuls abbekommen. Ey, du bist auch so ein bisschen mutiert. Vielleicht müssen wir für gefährlich auch mal eine Frau suchen. Dass die auch mal mutierte Babys zusammen machen können. Aber ich würde sagen, guckt euch das hier an, Alter. Das ist einfach das krasseste überhaupt. Was so toll. Und dann warten wir das Ganze mal ab. Ich komme dann wieder, wenn das erste Baby kommt. Das hier sind Schwangerschaften. Das hier sind auch Schwangerschaften. Die muss ich dann gleich alle rüberwerfen. Und die hier sind alles Eier. Von daher ist es da recht chillig. So, Leute, ich würde sagen, ich komme gleich wieder. Bis gleich. Leute, erste Geburt ist jetzt gleich soweit. Oh mein Gott, ich überlege gerade, ob ich die nochmal schnell anmache. Ich glaube, ich schmeiße die nochmal ganz schnell an, weil ich bin mir nicht sicher, ob das bei der Schwangerschaft ist oder ob das bei der Geburt ist. Ich habe keinen Plan. Wir schmeißen die jetzt einfach nochmal fix an. Einfach zur Sicherheit. Oh mein Gott, die Babys sind jetzt schon gleich da. Egal. YOLO, ey. Ich hatte keine Zeit. Ich habe die ganze Zeit Dinos weggepackt. So, ist schon was da? Sind schon Babys da? Ja, ein Baby ist schon geschlüpft. Der sieht crazy aus. Oh mein Gott, sieht der dick. Junge, warum sieht er so dick aus? Wo ist der andere? Hier, da. Ist wieder irgendwas drunter durchgefallen? Sieht der auch komisch aus? Ich glaube, es ist alles in Sicherheit, hoffentlich. Wie sieht es bei unseren Ottern aus überhaupt? Wie lange brauchen die noch? Die brauchen noch 4 Minuten. Okay, dann müssen wir den auf jeden Fall nochmal machen. Junge! Unsere Saber-Tour. Junge, der hier sieht mega crazy aus. Was zum Teufel? Nee, so viel Fleisch kriegst du jetzt auch nicht, Brudi. Aber unsere Nanny sollte die eigentlich auch versorgen. Ich weiß nicht, warum die gerade nicht ihren Job macht. Eigentlich ist die auch an, die Troller. Hier, dann nimm dir mal was. Der hier sieht, glaube ich, nicht so mega mutiert aus. Aber der hier, Junge, der wird so krank sein, wenn der groß ist, glaube ich. Komm mit, meine Babys. Ihr seid die Erste in der Runde.
Übrigens, das Spinnenei oder das Blutjägerei hat der auch eingesammelt. Das ist hier auch drin. Ich weiß gar nicht, wie wir das gleich wieder hinplatzieren. Das müssen wir gleich mal gucken, ob wir das so ins Inventar nehmen können. Weil eigentlich hängen die ja so am Boden. So, zack. Wandern deaktivieren. Wandern deaktivieren. Ich habe unsere ersten Babys. Und ich muss sagen, bei dem hier hat es schon mal richtig, richtig sick geklappt. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei dem hier auch eigentlich. Ja, der sieht schon irgendwie nice aus. Der sieht nicht aus wie die Eltern, oder? Ah, ich will auch nicht lügen. Vielleicht sieht er doch so aus. Wir werden es wahrscheinlich erst sehen, wenn die ein bisschen größer sind. Aber auf jeden Fall schon mal mega krass. Das nächste wären dann die Otter. Die muss ich übrigens auch alle hier deaktivieren. Und dann werfe ich die nämlich alle... dann mache ich nochmal die Mutatoren an. Und dann werfe ich die alle hier hinten hin. Weil hier haben wir was Kluges hingebaut, so ein bisschen. Hier haben wir so einen kleinen Auffangbehälter eingebaut. Dass wenn die durch den Boden bangen sollten, dass die dann hier unten drunter sind. Und wir die da rausholen können. Damit die nicht wieder draufgehen, Alter. Letztes Mal, dass die von den Aalen gefressen wurden, das hat mir einfach Albträume bereitet. Das will ich nie wieder sehen. Von daher, auf jeden Fall, unsere Otter sind diesmal sicher, Leute. Und ja, dann warten wir, bis die Otter soweit sind. Und danach kommen die Eier. Bis gleich. So, Leute, es ist kurz davor. Oh mein Gott, Alter, ich bin immer viel zu spät für sowas dran, ey. So, ich habe auf jeden Fall die Mutatoren gerade nochmal angeschmissen. Oh, jetzt, ich schaffe das niemals, die alle hier rüber zu holen. Wir müssen hoffen, dass sie... Och, Mann, da bereite ich schon sowas Schönes vor. Und ich kann die halt nur werfen. Ich kann halt nichts anderes machen, Leute. Weil die folgen mir nicht. Die sind alle gerade in diesem komischen Mutationsmodus. Von daher... Oh mein Gott, ich kriege die nie alle rübergeschleppt. Oder wie lange habe ich noch? 16 Sekunden. Obwohl, wird knapp. Wenn ich nicht das Männchen schon rüber geschleppt habe. Warum ist das schon Otter? Und der ist weggeflogen. Oh nein. Warum hat der eine schon ein Baby bekommen? Ah, ich komme mit. Oh mein Gott, Baby, es tut mir so leid. Oh mein Gott, Otter-Invasion. Oh nein. Die sind früher rausgekommen als erwartet. Okay, aber vielleicht ist keins durchgebackt, vielleicht. Vielleicht war es auch ganz gut, dass wir die nicht dahin geworfen haben, weil die ziemlich weit weggeflogen sind. Da hinten ist noch einer. Junge, die haben aber keine kranken Farben. Warum? Ihr seid eine Enttäuschung für die ganze Familie. Oh mein Gott, ich kann euch gar nicht allen was zu essen geben. Ich hoffe, die Nanny übernimmt ein bisschen den Job. Nicht, dass wir welche abkacken. Da, nimm. Nur das beste Fischfleisch. Hier, du auch. Oh, Junge, der sieht aber schon ganz süß aus. Die sehen so... Oh, der hat was zu essen drin. Sehr gut, sehr gut. Nanny, du machst ja doch was für mich, ey. Oh ja, sie gibt dir das Essen. Sehr gut. Oh nein, der hat nix. Nanny! Vernachlässige nicht unsere Kinder. Ja, ich weiß, du hast auch gerade viel zu tun, alle auf einmal hier, aber... Das kann ja wohl nicht sein. Oh Junge, der eine ist richtig hohes Level. 229? Warum ist der so krankes Level? Sind die alle so krankes Level deshalb? Vielleicht ist das Level von denen übel gut. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ist irgendein Baby durchgepackt eigentlich? Wenn ja, wurde von einem Aal gefressen. Aber ich sehe keine roten, komischen Schriften. Also, es könnte gut gegangen sein. Oh, der eine ist schön schwarz. So, ich muss jetzt erstmal hier das große Wandern deaktivieren, fängt jetzt an. Dann kann ich mir die in Ruhe angucken. Zack. 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 So, wir haben es gleich, Leute. Tut mir leid, wir machen hier gerade Massenproduktion. So, und jetzt machen wir das mal aus und das hier. Und dann können wir einmal vernünftig gucken. Der hier ist grün und so ein bisschen schwarz. Der sieht schon ganz sick aus. Junge, der sieht halt übel schön aus, ne? Junge, ist das der Low Level? Das ist 100%. Obwohl der ist 172? Junge, die Level von denen sind unnormal. Das ist nur wegen der Mutation. Junge, die Level von denen, die sind alle hohes Level. Was ist mit dem Sabertooth? 262? Das sehe ich jetzt erst. Junge, was haben die für Level? Oh Gott, ey, die Level sind ja überkrank, ey. Oh, was? Das ist schon wieder so dumm. Alter, aber die sehen doch nicht so ganz fresh aus. Ich hatte noch ein bisschen mehr erwartet. Haben die krank viele Mutationen bestimmt, oder? 5 und 0. Ne, das geht eigentlich noch, oder? Wie sieht's bei dir aus, Brudi? 4 und 2. Ey, das ist gar nicht so krass. Man müsste halt mit denen weiter breeden, damit das richtig krank wird, glaube ich. Oh, Junge, Alter, aber ich freue mich gerade. Wollen wir die Eier gleich weitermachen? Wir machen gleich die Eier weiter, oder? Was ist mit den Kollegen hier? Muss ich noch irgendwas machen? Eigentlich nicht. Die sind alle in Sicherheit, oder? Eigentlich kriegen die auch Essen. Oh, Junge, den habe ich jetzt richtig voll gestopft mit Fisch. So viel dazu. Die kriegen gar kein Essen. Junge, Nanny, du hast einen Job, ne? Oh... Warum machst du denn diesen hier? Ich stopfe dir nochmal schnell was rein. Und dann gehen wir weiter zu den Eiern. Ich bin sehr gespannt. Nanny, ey, du bist echt ein absoluter Loser. Kann ich dir anders sagen. So,
Weiter geht die Reise, Leute. Ich bin sehr gespannt auf das Spinnenei, von daher machen wir das jetzt. Ich weiß nicht, warum ich immer Spinne sage, aber ihr wisst, was ich meine. Was war das denn für ein Geräusch? Oh, der will bestimmt Blut. Ich weiß, habe ich überhaupt Blut dabei? Nein, habe ich nicht. Kann der Fleisch essen? Ist einfach Fleisch okay, Bruder? Machst du sowieso nicht, ne? Oh, nee, hör auf zu wandern. Hat er irgendwie komische Farben oder so? Wo willst du hin? Hör auf. Oh mein Gott, der braucht hier was zu essen. Ich glaube, wir haben Bloodbags im Kühlschrank. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, ja, haben wir zum Glück, Alter. Hatte nur ein ganz bisschen Angst, dass er mir jetzt drauf geht, direkt wieder. Vielleicht geht er mir sogar drauf, ich habe keine Ahnung. Und dann die andere. Ich bin vor allem bei den Leveln jetzt richtig gespannt, weil unsere Rex, die sind schon so hohes Level. Und wenn wir das mit den Tech-Rex machen würden, wäre es noch viel kranker. Ah, der sieht voll normal aus. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht von den vom Aussehen her. Aber da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft noch. Aber die Reise geht weiter. Wir haben ja noch ein paar Eier vor uns. Die Argentavis könnten auch cool werden. So, und go. Erstes Ei. Der sieht schon mal sick aus. Der sieht schon mal richtig sick aus. Was zum Teufel? Okay, hier, nimm bloß genug Fleisch. War dann deaktiviert und dann geht's direkt weiter mit deinen Brudis. So, nächster. Der sieht so nice aus. Junge, die sehen alle so aus. Was zum Teufel? Oh, Junge. Aber das Level ist so krank. Oh mein Gott, ey. Eigentlich muss ich die unbedingt ausprobieren. Wander deaktivieren. Zack. Und der letzte Larry kommt jetzt auch noch. Der letzte Vogel. So viel dazu. Der letzte Vogel. Ja, moin, ey. Und so hohes Level. Aber die sehen echt gar nicht mal so cool aus. Ja, ich nehme dich gleich auch noch an. Tut mir leid, Vogeli. Da. Och nö, jetzt auch noch Drillinge, ey. Ihr wollt mich flachsen. Hier und du auch noch. Da. So, seid ihr bereit für Alos? Ich bin sowas von bereit für Alos, ey. Junge, jetzt auch noch Drillinge, aber sehen die fresh aus? Obwohl, die sind so ein bisschen blau. Oh, diese blaue unten. Das sieht ganz cool aus. Oh, zumindest haben wir bei denen ein bisschen Glück. Ich dachte nämlich schon, das wäre die komplette Reinfallfolge. Aber das ist ja dann doch noch ganz gut gegangen. Alo, du bist dran. Junge, er steckt einfach komplett im Airconditioner. Komm raus, Brudi. Alo, komm raus. Jetzt. Der sieht einfach auch relativ normal aus, muss ich sagen. Das ist auch gar nicht schade. So, Wander deaktivieren. Obwohl, der ist ziemlich hell, oder? Das waren die anderen nicht. Die anderen waren übel dunkel. Ich weiß nicht, ob das, wenn der groß ist, anders aussieht. Auf jeden Fall haben wir noch zwei Rexe. Und die ballern wir jetzt auch noch hier hin. Zack. Zack. Wehe, das sind jetzt Drillinge, ey. Der ist grün. Junge. Und der hier ist auch ein bisschen grün. Oh, aber der hier ist so cool. Der hier ist so cool. Was zum Teufel? Oh mein Gott, wir haben doch noch ein bisschen Glück. Oh, zum Glück, ey. Komm mit, Brudis. Alter. Die Agentavisse waren ein Highlight, finde ich. Die Agentavisse waren richtig krass. Der eine Sabertooth wird auch so mächtig aussehen, wenn er groß ist. Und dann noch die zwei grünen Rexe, Alter. Das ist mal so cool. Und 299 ist der. Oh mein Gott, ey. Leute, das war mal eine Zuchtfolge, sage ich euch. Das war mal was ganz anderes. Junge, ich will dich eigentlich mal vernünftig angucken. Du machst wieder diesen, ey. Hast ja wieder gar keine Lust zu folgen. Ich weiß, ich könnte Folge Abstand auch auf niedrig machen, aber eigentlich musst du auch irgendwann auch mal rankommen, oder? Oh, er steckt da fest, oder? Nö. Junge, wir haben so viele Sachen ausgebrütet. Was zum Teufel? So. Junge, der sieht so sick aus. Oh mein Gott, das ist meiner. Das ist hundertprozentig meiner. Damit muss ich auch unbedingt noch unterwegs gehen. Der hier sieht aber auch sick aus. Unser Sabertooth sieht auch überkrass aus. Bei dem kann ich absolut nichts feststellen. Bei dem weiß ich auch nicht so ganz genau. Und unsere Angetavis. Junge, der hier vorne sieht so nice aus. Junge, die sehen so gut aus. Und unsere Otter sind halt echt lame, ne? Unsere Otter, da hatte ich eigentlich am meisten von erhofft, obwohl der hier hat auch eine andere Farbe, fällt mir gerade mal auf.
Aber sonst nicht so crazy. Aber ich würde fast sagen, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Das wäre super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüssi.